Sozusagen in der Mitte des Interfaces, aber im unteren Teil befindet sich der sogenannte Koordinatenmanager. Der Koordinatenmanager dient dazu, Position, Winkel oder Größe eines Objektes numerisch zu verändern, also durch numerische Eingabe zu verändern. Ich rufe mal eine Figur auf. Diese Figur ist ein bisschen komplizierter als die anderen Dinge, die wir bisher uns angeschaut haben. Auch diese Figur ist ein parametrisches Objekt, also ein Objekt, das sozusagen durch Formeln bestimmt wird. Und zeige Ihnen mal, was man mit dem Ding hier unten anfangen kann. Erstmal gibt es die Möglichkeit, zwischen dem Welt- und dem Objekte-Koordinatensystem hin und her zu schalten. Dazu folgende kurze Anmerkung. In der Cinema-Hilfe steht über die Erklärung zwischen dem Unterschied beider Koordinatensysteme. Wenn Sie diesen Abschnitt als kompliziert empfunden haben, so haben Sie recht. Und ich finde allein dieser Satz, der spricht Bände, und ich kann Sie da auch beruhigen, es ist für Sie verhältnismäßig unwichtig, in welchen dieser beiden Systemen Sie arbeiten. Bleiben Sie mal bei der Welt, die voreingestellt ist. Es ist für die Animation verhältnismäßig günstig, so zu arbeiten, wenn Sie mit Animationen arbeiten sollten. Ansonsten sind viele Werkzeuge, die meisten Werkzeuge, die Sie verwenden, also beispielsweise dieses Werkzeug, mit dem Sie ein Objekt drehen können, die beziehen sich sowieso auf die Objektkoordinaten, nicht auf die Weltkoordinaten. Das bleibt also erstmal so bestehen. Im mittleren Feld gibt es die Möglichkeit, über Größe oder Abmessung die Werte zu verändern. Größe ist ein Verhältnis. Dieses Verhältnis wird definiert als 1:1:1. Und zwar Länge mal Breite mal Höhe dieses Objektes. Die Abmessungen selber sind dann die Angaben in Metern bzw. der Maßeinheit, die Sie in den Voreinstellungen gewählt haben. Und Abmessung plus bedeutet, dass auch Unterobjekte, die dieser Figur untergeordnet sind, mit in die Veränderung, die Sie jetzt vornehmen könnten, einbezogen werden. Dann haben wir hier noch das Feld Anwenden. Und bei Anwenden ist es so, dass nichts von dem, was Sie hier drin verändern, eine wirkliche Veränderung hervorruft, bevor Sie nicht auf Anwenden geklickt haben. Als Beispiel machen wir mal Folgendes. Ich ändere mal diese drei Winkel hier, H, P und B. H steht übrigens für Heading, P für Pitch und B für Bank. Und ein H-Winkel, also das Heading kann man sich so merken, indem man den Kopf nach links oder rechts dreht. Wenn ich den mal anwende, dann sehen Sie, dass meine Figur den Kopf bzw. die ganze Figur gedreht hat. Pitch gibt an, ob er sich nach oben oder nach unten jetzt wendet. Er wendet sich nach hinten, er fällt um sozusagen, wie man sehen kann, wenn man mal von der anderen Seite sich das anschaut. Und B, Bank, dreht diesen Kerl hier um seine eigene Achse mehr oder weniger. Und das sieht dann so aus. Und Sie haben gesehen, dass ich immer erst Anwenden anklicken musste, bevor hier sich irgendetwas verändert hat. Natürlich kann ich auch die Position verändern, beispielsweise die X-Position. Jetzt müsste er sich in diese Richtung hier nach vorne bewegen, wenn ich auf Anwenden klicke. Das machen wir nochmal. So, da bewegt er sich sozusagen auf uns, auf den Betrachter zu. Und ich kann genauso gut für sämtliche Werte wieder eine 0 eingeben oder natürlich auch erstmal die 0 eingeben für sämtliche Werte und im Anschluss daran auf Anwenden klicken, um den Urzustand wiederherzustellen, den wir zu Beginn dieser kleinen Erklärung hatten. Ich möchte Ihnen mal den Attribute-Manager vorstellen. Einer der Manager, der verhältnismäßig wichtig ist. Natürlich sind sie alle wichtig, aber es gibt welche, die sind vielleicht nicht ganz so wichtig wie der Koordinatenmanager und andere, um die kommt man auf keinen Fall rum, wie der Attribute-Manager. Ich habe mal eine Röhre aufgerufen, die findet man in den parametrischen Grundobjekten hier, da ist sie, die Röhre, um am Beispiel dieser Röhre zu zeigen, wie man mit diesem Attribute-Manager-Attribute, also die Zuordnungen, wie ein Gegenstand aussieht, wo er sich befindet, welche Farbe er hat und so weiter, steuern kann. Genauso wie man diese Gegenstände hier unten steuern kann, könnte man auch Werkzeuge steuern, denn auch ein Werkzeug hat Attribute oder Materialien, aber wir machen das Ganze mal hier am Beispiel dieser Röhre.
Dazu werde ich den Koordinaten, nein, den Attribute-Manager erstmal ein bisschen größer machen, denn dann müssen wir nicht mit diesen hässlichen Scrollbalken arbeiten, sondern haben einfach etwas mehr Platz, auch wenn es etwas auf die Größe der Darstellung der Röhre geht. Ich hole die ein bisschen dichter an, so, dann ist alles wieder gut. Die Basis ist das erste, die Basis ist ganz links und beschreibt einiges über die Sichtbarkeit und die Darstellungsart dieser Röhre. Da werden Sie verhältnismäßig wenig dran machen müssen. Sie können das, was man dran machen kann, auch über andere Manager machen. Sie können beispielsweise die Umbenennung dieser Röhre in was auch immer, ich nenne es mal Tubus, hier oben vornehmen. Sie könnten das aber auch hier unten vornehmen im Attribute-Manager. Auf jeden Fall wird hier angezeigt, wie dieses Ding, was Sie, dessen Attribute Sie hier gerade verändern, denn eigentlich heißt. Hier würden Sie sehen, welcher Ebene es zugeordnet wäre, wenn es einer Ebene zugeordnet wäre, was im Moment nicht der Fall ist. Deswegen ist dieses Feld leer. Und über die Sichtbarkeitsbuttons hier können Sie die Sichtbarkeit genauso verändern wie über diese Punkte im Objekte-Manager. Also undefiniert bedeutet, der Gegenstand ist zu sehen, allerdings nur dann, wenn ein übergeordnetes Objekt, was im Moment gar nicht vorhanden ist, auch zu sehen ist. Sie können es ausschalten. Sie können es natürlich auch anschalten, dass es in jedem Fall zu sehen ist. Das ist genau das Gleiche, was hier oben mit diesem Pünktchen passiert. So, des Weiteren können Sie eine Farbe festlegen für den Gegenstand, der nichts mit dem Material zu tun hat. Also könnten beispielsweise den Gegenstand hellblau färben. Würde allerdings ein dunkelrotes Material drüber gelegt, wäre die Farbe, die Sie hier in den Attributen festlegen, sozusagen overruled, ist also nicht mehr gültig. Brauchen Sie sicherlich nur dann, um sich selbst bei komplexen Objekten oder Szenen hier zu orientieren. Und Sie können den X-Ray-Button anklicken, sodass Sie den Gegenstand wie in einer X-Ray, also in einer Röntgendarstellung sozusagen durchsichtig sehen können. Braucht man relativ selten, aber ist schön, wenn man weiß, wo es ist. Weiter geht's zu den Koordinaten. Die scheinen erstmal sehr ähnlich zu sein wie die Angaben des Koordinatenmanagers und das ist ja auch so ähnlich. Zumal dann, wenn ich im Koordinatenmanager jetzt mal hier auf die Größe gehe, dann haben wir hier auch ein Verhältnis, genau wie hier im Objektemanager ein Verhältnis angegeben wird. Das Schöne allerdings am Attributemanager ist, dass ich dieses Verhältnis hier verändern kann, und zwar durch numerische Eingabe oder durch Verschieben dieser Doppelpfeiler. Ich klicke also hier drauf und verschiebe dann mit gedrückter Maustaste meinen Größe, meinen Pfeil in verschiedene Richtungen nach oben oder nach unten. Und das Ganze, das ist das Tolle dran, passiert in Echtzeit. Auch die Winkel, Heading, Pitch und Bank kann ich hier verändern, kann auch dieses in Echtzeit tun, kann also beobachten, was denn wirklich passiert und gleichzeitig hier die Gradzahl bzw. die Veränderung von Größe oder auch Position ablesen. Als nächstes haben wir das Objekt und da kann man sicherlich mit am meisten einstellen. Also ich gehe nochmal ein Stück zurück, gucken uns das Ganze mal aus dieser Position an. Und hier wird bestimmt, wie das Objekt denn eigentlich aussieht. Sowohl das Objekt als auch der Ausschnitt als auch der Fond, also die drei rechten Tabs hier, die bestimmen maßgeblich, wie das Ding aussieht. Beispielsweise welchen Innendurchmesser es hat, welchen Außendurchmesser es hat. Und da stellen Sie fest, dass der Außendurchmesser nicht kleiner werden kann als der Innendurchmesser. Der rutscht dann automatisch mit runter. Wir haben jetzt für Außen und Innen eine Größe von 72 Metern. Das heißt, die Wanddicke dieser Röhre ist nur noch mathematisch feststellbar. Die ist in Wirklichkeit gar nicht mehr gegeben. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt habe ich einen Radius außen von 207 Meter, innen 71. Ich kann genauso gut die Segmente verändern. Dabei dürfen Sie nur nicht vergessen, dass eine höhere Segmentierung zwar zu einem feineren Ergebnis führt, aber natürlich auch zu einer erhöhten Rechenleistung, denn Sie müssen, wenn Sie hier 144 Umfangssegmente haben, den Rechner sicherlich mehr rechnen lassen, länger rechnen lassen bei Bewegungen, die Sie durchführen, als wenn es hier nur sehr wenige, sagen wir mal, etwa 9 Segmente sind. So kann auch hier oben die Segmentierung geändert werden und wie stark diese Segmentierung stattfindet, das hat immer was damit zu tun, was wir mit dem Ding später machen wollen. Jetzt gehen wir mal davon aus, es soll wirklich eine Röhre werden, wie sie auch geplant ist, also wie sie auch hier oben in den parametrischen Objekten liegt. Dann können Sie davon ausgehen, dass die Grundeinstellungen, die Sie hier haben, normalerweise ganz gut funktionieren.
Weiter geht's zum Ausschnitt. Ich kann nicht, natürlich nicht bei jedem Objekt, aber beispielsweise bei der Röhre, ebenso auch beim Zylinder, einen Ausschnitt festlegen. Der ist, sobald ich den Haken beim Ausschnitt setze, vordefiniert für 180 Grad. Und sowas braucht man, wenn man beispielsweise schematische Darstellungen macht, technische Darstellungen macht. Also wenn Sie beispielsweise nehmen wir mal an, ein Kugellager darstellen wollen, wie das von innen aussieht, oder für die Bäckerinnung arbeiten und einen schematischen Kugelhub von innen aufschneiden wollen, dann können Sie das auf diese Art und Weise tun. Es gibt zwei Winkelangaben bis und von. Das ist einfach nur so, dass mit von die vordere Schnittfläche gemeint ist und mit bis die hintere Schnittfläche gemeint ist. Und so können Sie diese Öffnung nicht nur durch die Drehung des Objektes, sondern eben auch durch Angaben von bis genau an die Stelle legen, wo Sie sie gerne haben wollen. Zum Schluss gibt es hier noch einen Tab für den Fong, weil der Fong für jedes Objekt automatisch mit angelegt wird. Der Fong, wir hatten es schon mal davon, der gibt ganz einfach an, wie rund ein Gegenstand dargestellt wird. Also schaue ich mir jetzt hier mal das Glanzlicht auf der Seite an, dann sehe ich, dass es wirklich eine schöne Röhre ist, also dass es wirklich rund ist. Aber das ist der Fong-Tag, der mich das glauben lässt. In Wirklichkeit ist es gar nicht so. Beim Rendern wäre es auch so, wenn ich hier mal draufklicke, dann wird das hier rund dargestellt. Dafür ist der Fong-Tag verantwortlich. Ich setze den mal auf 0 runter und jetzt sehen Sie, was passiert. Auch wenn ich das jetzt rendere, dann haben wir hier einzelne Flächen, die man jetzt sehen kann. Diese Flächen, die auch in Wirklichkeit aus einzelnen Polygonen bestehen. Ne? Nur der Fong-Tag, der tut so, als wäre das alles eine Fläche. Der steht normalerweise bei 80 Grad. Da kann er auch bleiben. So, damit, wenn das gerendert wird, es wirklich schön rund aussieht. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Die Eigenschaften in der Basis hier bestimmen, wie etwas dargestellt wird. Die Koordinaten bestimmen, wo es dargestellt wird. Objekt, Ausschnitt und Fong bestimmen die genauen Attribute, wie groß, wie weit, welchen Durchmesser ein Objekt hat. Und wenn ich die gemeinsam darstellen möchte, dann kann ich natürlich auch durch Drücken der Shift-Taste jetzt auf den Ausschnitt-Tab gehen. Muss ich allerdings ein bisschen weiter nach oben rutschen, damit das alles dargestellt wird. Und jetzt durch nochmaliges Drücken der Shift-Taste auch noch den Fong darstellen. Natürlich könnte ich so auch noch die Koordinaten und die Basis darstellen oder durch Drücken der rechten Maustaste bzw. der Apfeltaste das eine oder andere wieder wegnehmen. Auf die Art und Weise kann ich genau die Tabs innerhalb des Attribute-Managers darstellen, die ich gerne haben möchte. Und die ich nicht haben möchte, die kann ich einfach wegklicken.